starten. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz vor Auslastungsmonitor Bundesliga kommender Gegner WAC. Noch zwei Spieltage stehen vor uns. Heute wieder mit dabei, logischerweise unser Cheftrainer Thomas Lieberberger. Heute überraschend mit dabei. Kein Spieler wird angekündigt, sondern unser Sportdirektor Stefan Krück aus aktuellem Anlass. Kommen wir noch einmal dazu. Ja, ich darf mit unserem Cheftrainer wieder beginnen. Silvi, der WRC wartet auf uns. Wir warten auf den WRC. Nach den Ausfällen von Ogenetz, Schulzer, Oswald, Savitzer, hast du noch elf Leute zur Verfügung? Schulze fällt aus. Schulze fällt auch aus. Na, natürlich haben wir elf Spieler zur Verfügung. Wir fahren mit der schlagkräftigen Mannschaft nach Wolfsberg mit der Leichtigkeit des Seins, weil wir unser oberstes Ziel erreicht haben. Und wohl wissend, wenn wir beim WRC gewinnen, geht sofort wieder eine neue Tür auf. Und ich glaube, die Mannschaft hat die Woche signalisiert, dass sie durch diese Tür durchgehen will. Und deswegen fahre ich schon sehr zuversichtlich zum WRC, weil die Spieler WRC warten so eigentlich immer. Extrem coole Menschen mit extrem vielen Toren und dieser Wort im Mona und die offenen Schüsse aus dem Ende der Nach dem, oder vergangene Woche ist es ja zum Zeitpunkt der Pressekonferenz noch darum gegangen, dass wir nicht in den Abstiegsstrudel rein geraten wollen. Jetzt reden wir davon, um einen Europacup-Platz. Geht mitunter recht schnell, oder? Also wie bereitet man die Mannschaft auf das nächste Entscheidungsspiel vor? Ja, es ist eh paradox, was da los ist in dieser Quali-Gruppe. Vor letzten Freitag sind wir da gesetzt. Dann hat es geheißen, wir müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht noch ganz hinten reinrutschen. Und einen Spieltag später können wir schon klopfen, schon wieder an der Tür, dass es in eine andere Richtung geht. Dann sieht man mal, was auf diese Quali-Runde auf den Druck lastet, auf Spieler, Funktionäre, Vereinsfunktionäre, Trainer, Fans. Das ist ja jede Woche aus der anderen Ausrichtung fast. Und jetzt hat man es auch gemerkt, man hat letzte Woche in Lust, in 60 Minuten gemerkt, was da für ein Ballast für die Spieler abfällt, wie wir da Fußball gespielt haben, was die Spieler zu leisten imstande sind. Und auf das baue ich einfach auf, dass wir jetzt einfach sagen, hey cool, wir können zum WRC fahren, ohne Druck, ohne den Druck des Verlieren verboten, sondern einfach vielleicht auf jetzt spielen. Krieg, ich habe schon gesagt. Du bist das gegebenen Anlass da, aus aktuellem Anlass da. Es hat ja die Mannschaft von unserem Kapitän Ferdinand Rostwald gegeben, hat da viel Mutmaßung gegeben, wie es jetzt weitergeht, mit, ohne Ferl und so weiter. Ich glaube, es hat ein Gespräch gegeben zwischen dir und dem Ferl und vielleicht kann ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Zum Beispiel bei dem Gespräch war nicht nur ich dabei, sondern war der Trainer natürlich auch dabei, der Cheftrainer, weil der Ferdi mit der Silvi und mit mir natürlich einiges verbindet. Wir haben eine sehr erfolgreiche Zeit hinter uns. Ich stelle auch gleich die Frage in den Raum, weil wir in Tirol relativ oft einmal so diesen Legendenstatus geben. Irgendwo geht man relativ schnell und irgendwo geht man relativ langsam. Ich habe bei anderen Vereinen nach zwei Jahren, nach drei Jahren in der Regionalliga, in der zweiten Liga, ist man Herr nur Legenden. Der Ferdi Oswald ist 10 Jahre bei uns, ist von der Regionalliga in die Bundesliga mit dem Verein aufgestiegen. Da kann mir der Silvi helfen, wie lange er Kapitän war. Ich glaube, alle 10 Jahre oder war er ein Kapitän. Faktum ist, wenn wir von einer Legende reden, dann glaube ich, ist das eine lebende, Gott sei Dank. Das ist einmal der erste Punkt, was ich einfach einmal so ankündigen will. Das zweite ist, stelle eine Gegenfrage, kann man einer sagen, eine, du fährst Wort danach. Wer hat diese Historie bei der WSG wie der Ferdi Oswald? Wir reden gerne von den 70er Jahren, von den 80er Jahren. Gibt es einen Spieler, ich habe keinen gefunden, der was 10 Jahre durchgehend bei der WSG gespielt hat, 10 Jahre Kapitän war, ist wurscht, ob als Nummer 1 im Tor oder als Mittelstürmer. Also ich glaube, diesen Titel, ob man den braucht oder nicht, oder ob das jetzt Aufmachung ist, das ist dahingestellt, aber Fakt ist, das ist eine Legende für mich. Für mich ist er ein Top-Mensch und ein Top-Sportler und der Ferdi ist offen, wie er ist und korrekt, wie er ist dem Verein gegenüber an uns herangetreten. Wir haben ein komplett unteres Gespräch gehabt, das war wertschätzend auf beide Seiten. Der Ferdi hat natürlich gesagt, dass er demnächst nicht im Tor stehen kann, dass er momentan vom Kopf her nicht bereit ist, dass er sagt, okay, die Motivation, er muss in 2 Monaten, er muss in 3 Monaten und dass für ihn jetzt momentan einmal absolute Priorität ist, dass er wieder 100% gesund wird, weil er hat auch Kinder, mit dem, was er was unternehmen will, mit dem, was er in Zukunft noch Sport betreiben will.
Und wir sind so mitverblieben, dass wir gesagt haben, okay, Ferdi, nimm da alle Zeit der Welt, nimm die Reha, mach die Reha. Für den Ferdi Osbald wird immer ein Platz bei der WSG sein, zumindest solange ich da was zum Sagen habe, wird so sein. Und ich glaube natürlich von vielen anderen im Verein auch so. Und deswegen wird der Ferdi Osbald definitiv im Verein bleiben, aber er wird uns das nächste halbe Jahr auf keinen Fall zur Verfügung stehen, weil er sich alle Zeit nimmt für die Reha. Und das heißt für uns, dass wir natürlich schauen müssen um einen Torwart. Wenn es deine Frage vorwegnimmt oder dass ich euch die Frage schon abnehme, ob das ein 1er oder ein 2er wird, da werden wir intern auch da beraten, sprich mit dem Trainer, mit dem Dormann-Trainer, mit dem Trainer-Team. Wir haben gesehen, zu was der Benny Osegovic imstande ist zu leisten. Und deswegen glaube ich, ist es jetzt respektlos, wenn wir jetzt hergehen und sagen, ja, wir müssen uns um Nummer 1 unten schauen, weil der Benny schon einen Fortschritt gemacht hat. Aber das werden wir intern besprechen und eruieren, ob wir einen Torwart Nummer 1 oder Nummer 2 holen oder einen Torwart, der was mit dem Benny matcht. Das wird noch intern besprochen. Fakt ist, wir werden ihn holen müssen. Ich habe kein ausgerufenes, auch aus Respekt, kein ausgerufenes, fixes Karriereende. Nein, auch dieses Gespräch war sehr ordentlich und korrekt. Es ist kein ausgerufenes Karriereende. Natürlich, mit 32 Jahren, ein halbes Jahr Therapie, ist es nicht unbedingt so, dass es rosig ausschaut. Aber wir haben auch bewusst das so gewählt oder so besprochen mit Ferdi. Also jetzt fokussierst du mal auf deine Reha, schaust, dass du deinen Kopf freibringst. Wir wissen, und so ehrlich war er, weil er hat ja sagen können, du Burschen, bitte halt jetzt mal den Platz hier, was leistet für den Verein, und ich bin in anderthalb, zwei Monaten wieder da. Er war sehr offen und ehrlich, und mir natürlich auch, und deswegen haben wir gesagt, wir werden uns mal da halt umschauen, dann sehen wir, wie seine Reha und alles verläuft, und dann sieht man im Winter weiter, in welcher Funktion, weil bei der WSG bleibt, ist für mich klar, in welcher Funktion er bei der WSG bleibt. Sagt der Coach dazu? Gibt es nichts zu so viel. Der war 9 Jahre da. Er ist 10 Jahre im Verein, war aber ein Jahr auf Schalke dazwischen. Also 10 Jahre oder im ersten Jahr, wie ich Trainer war, wo er noch Sieging und Schumacher hat. Aber eins, weil er klar sein, den Abschied von Ferdi gibt es auf jeden Fall einen Platz, wo Menschen da 5 Minuten sind, oder? Also es wird nicht so sein, dass er nie mehr wieder im WSG-Dress. Ich gehe davon aus, dass er noch mehr hat. Also, ja. Aber dann stell mir eine gute Frage dazu. Du hast ja schon ab und zu die Kapitänsschleife weitergereicht. Ja. Was hast du für Gedanken noch gehabt? Weil ich sage, jetzt hast du wirklich einen Langzeitkapitän gehabt, den jetzt in der Form, der ist auch hier, also heuer hat die eine oder andere Runde ausgefallen durch die Verletzung. Was hast du auch für Gedanken gehabt? Ja, ich hab das die Jungs schon kommuniziert. Es gibt die nächsten, also diese letzten drei Spieltage in Lustenau, aber sechs Papiere, drei Kapitäne. Ich will einfach für jeden Einzelnen sehen, wie er die Mannschaft führt. Das ist letzte Woche aus der Raffi, morgen ist der Bacher Felix und nächsten Freitag ist der Valentino Müller. Weil du sagst, Köcki, er wird auf jeden Fall im Verein bleiben, auch wenn jetzt quasi dann nimmer spielt. Was hast du denn überlegt, was er machen könnte im Verein? Ich bin da sehr kreativ, das habe ich gar nicht rein. Dass wir wirtschaftlich nicht auf der Decke sein, das wissen wir auch, aber eben wir wissen, was man ihm hat. Natürlich ist das Torwartspiel seine Hauptaufgabe immer gewesen und da bringt er auch viel Erfahrung mit, wo er bei Bayern München einfach, aber bei Schalke, bei der zweiten Mannschaft und eben bei uns hat er einiges gesehen und erlebt und deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er kurz oder lang auch im Dorman-Trainer-Sektor, in diesem Sektor tätig wird bei uns. Wir haben mit Hermann, mit dem muss man sehr zufrieden sein, aber auch die zwei haben ein sehr kollegiales und gutes Verhältnis und der Hermann, der ist eh jedes Jahr, nicht dass man überreden muss, aber der Hermann sagt, ein Jahr mache ich noch, dann ist Schluss. Und das könnte eine absolute Win-Win-Situation sein. Aber ich gehe jetzt nicht her und sage, ja, der Ferdi wird im Oktober oder im Dezember ein Dorman-Trainer, sondern jetzt muss man mal schauen, wie fit er ist, weil auch für einen Dorman-Trainer muss er ja Fitness haben und muss er ja bereit sein. Wenn ich jetzt der Bandschein vorfall, der verheilt nicht so wie gewünscht und der soll da außen 300 Mal auf die Dorman umschießen in der Woche, dann wird das nicht ausgehen. Aber wir haben ja eine andere Idee, auch die haben wir schon besprochen, weil wir einfach ein gegenseitig wertschätzendes Verhältnis haben. Das haben wir Gott sei Dank zu viele im Verein, aber wenn der Dorman, das liebe ich sagen, jetzt neun Jahre da ist und wir gemeinsam Höhen und Tiefen durchgegangen sind, dann glaube ich, hat sich der Ferdi das absolut verdient auch und ja, bin dann was auf jeden Fall. Aber neben der Fitness braucht er noch was und eine Lizenz, oder? Die Lizenz, die kann man ja machen, natürlich. Genau, aber man hat ja schon irgendwas gemacht. Nein, der Ferdi, wir haben das letztes Jahr schon besprochen, auch im Zuge seiner Vertragsverlängerung, weil ja der Ferdi auch in Wattens in Tirol sesshaft geworden ist mit seiner Familie.
Von daher haben wir das schon besprochen, dass der Weg vielleicht einmal dahin führen kann. Und da wird der Ferdi sich jetzt auch kümmern, aber ist natürlich auch wieder so. Ich kann nicht sagen, du gehst nächsten Monat in einen Damentrainerkurs und hechtest schon mal dumm, sondern dann muss er auch schauen, dass er die Schritt für Schritt, Step by Step. Aber es kann wirklich für alle eine Win-Win-Situation sein, weil wir einen Hermann zum Glück gerade da haben, weil wir auch in einem anderen Trainer schon schnell im Team haben, im Damen-Team von Nachwuchs bis zur ersten Mannschaft. Und von daher könnte es eine Win-Win-Situation werden. Silvi, allgemein spielt noch mehr um die Zukunft in den letzten zwei Runden. War vertragst Status bei den meisten schon bekannt, aber. Wir haben die Zukunft. Ja. Die jungen Spuren will ich erzählen, die will ich auch ein bisschen belohnen. Habe ich letzte Woche schon angefangen mit Janik, David und mit Jam. Die jungen Spuren will ich einfach belohnen, weil sie ein Jahr lang viele Rückschläge einstecken haben müssen mit Nicht-Kadernominierung und so weiter und so fort. Und deswegen möchte ich schon die ganzen Jungen, was wir haben, möchte ich jetzt schon die letzten zwei Spieltage vereinzelt sehen. Gebet, ich finde fast bei eher automatisch her, oder? Das ist ein bisschen. Es sind schon nur drei Spieler vom Kader zu streichen. Mhm. Aber da werden wir natürlich für Spieler entscheiden, die was nächstes Jahr nicht mehr bei uns sind. Deswegen will ich jetzt einfach die anderen jung sehen. Und deswegen von mal extrem jung, aber trotzdem sehr schlagkräftig noch. Wenn du jetzt auch nicht mehr bei uns sein, dann kann die anderen Rogelisch mal mit dem Bus und der Blitzer vielleicht. Beim Prinzer ist er auch ein Stürmer. Ja. Prinzer ist ja noch keine Tendenz. Schon Rogel könnte es vermuten, aber auf dem Bank kann man jetzt vieles vermuten. Wenn es jetzt eine ganze Viertelstunde vormachen, dann wirst du schon mehr einstellen. Ah, 6 ist genau. Da muss ich meine Grätschen 100% dabei bei Silvi. Wir reden ja relativ viel miteinander. Das ist mir auch wichtig als Verantwortlicher, nicht nur von der Profimannschaft, sondern vom gesamten Club, dass man sich ein Bild macht für das nächste Jahr. Die Aufstellungen macht er, die Kaderzusammenstellungen macht er, aber ich begrüße diese Entscheidungen, dass man wertvolle Tatsachen kriegen oder wertvolle Punkte kriegen, wo man sagt, okay, wo geht es, wie macht der Junge das, wie macht er das? Und gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, wenn wir jetzt Jan Vogel erwähnt haben, der war nicht 10 Jahre da oder 9 Jahre da, aber war jetzt auch 3 Jahre da, hat für uns absolut gute Leistungen gezeigt, ist ein super Junge und macht jetzt den nächsten Schritt. Also wir gehen nicht her und sagen jetzt, weil er einen Vertrag nicht verlängert oder weil er einen Verein verlässt, ist jetzt auf einmal Kategorie B. Aber wir brauchen Erkenntnisse fürs nächste Jahr. Ja, wenn du sich für den Mann ausgespielt hast, zum Beispiel in Lustenau oder dann. Möchte da nicht allzu bange einmal auf die Schnelle? Nein, finde ich, hat er gut gemacht. Er hat es am Herbst, die letzten 5 Runden exzellent gemacht, alle. Aber er braucht natürlich auch immer wieder den Druck von hinten, dass ein zweiter Spieler den Druck macht. Und da bin ich schon sehr zuversichtlich, was das in Zukunft betrifft. Aber ja, der Ali ist mit Sicherheit, glaube ich, ein Gewinner der Saison, wenn man so sehen will. Wie schaut es aus, neue Spieler in nächster Zeit? Jetzt ist ja der Aufstieg geschafft. Oder der Verbleib, so muss man sagen, der Verbleib. Wie schaut es jetzt aus? Es ist weiterhin schwierig. Es werden die Angebote werden mehr von kreuz und quer, aber so realistisch muss man auch sein. Die Spieler, die uns helfen, oder die wieder der Meinung sein, dass sie uns helfen, die werden in seltensten Fällen am 25. Mai, am 26. Mai warten, unterschreiben, weil wir sehen uns nirgends als Notlage oder als Notlösung, so einen Spieler braucht man nicht da, aber natürlich, dass ich gleich selbst jeder schreit, okay, ich möchte zu WSG, das ist meine Destination Nummer 1, das ist auch klar. Deswegen, wir sortieren momentan, das ist zwar ein bisschen kitschig, das klingt ein bisschen kitschig, aber wir haben unsere Listen, es kommt täglich was rein, wo man sagt, okay, das checkt man, das prüft man. Wir haben die größte Baustelle Wertwein im Sturm, weil wir brauchen de facto mindestens zwei, aber im Idealfall 3 Stürmer. Die muss aber auch Tore schießen. Wir haben in Justin, der was einen riesen Schritt gemacht hat, aber die Hauptposition wird eben im Sturm sein. Und jetzt durch das, dass der Ferry verletzungsbedingt ausfällt, werden wir im Tor reagieren müssen. Und trotzdem, gelassen ist das falsche Wort, aber trotzdem sind wir jetzt nicht unter Zeitdruck, weil ich glaube, wir haben noch nie so einen Stamm gehabt, wie vielleicht korrigierst du mir, aber so einen Stamm gehabt, wie wir momentan haben. Weil wenn ich halt in die Innenverteidigung schaue, wo wir vierfach besetzt sind und ordentlich besetzt sind, wenn ich im defensiven Mittelfeld schaue, und wir sind die WSG, wir sind nicht der 35-Mann-Kader und Geld spielt keine Rolle, sondern jede Position gleichwertig doppelt besetzt im letzten Spielen. Und wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder noch einen Jungen ausgezaubert. Das ist auch immer Aufgabe von uns und deswegen nicht entspannt, aber wir sind in der Zeit hoch. Darf ich offensiv einen Namen einschmeißen, weil den wollte ich eh haben. Und falls jetzt Ried absteigt, Mondschein, ich weiß nicht, wie die Vertragssituation für ihn ist, aber ist Mondschein ein Thema? Oder verlangt er einfach viel? Wahrscheinlich, dass er viel verlangt.
Ich kann sagen, die jetzige Vertragssituation von Christoph Monschardt bei Ried kennen nicht, deswegen ist es auch ein Respekt gegenüber anderen Vereinen, dass man über das nicht redet. Wir wollen nicht zählen Kontakt, das hat der Silvi schon einmal gesagt, wir hätten ihn nicht sehr gerne gehabt und das hat nicht funktioniert. Was nicht da, ob die Zielsetzung in Ried andere war, ob die Verantwortlichen mehr überzeugt haben oder ob es die wirtschaftliche Komponente war, das ist hypothetisch. Vielleicht ist nächstes Jahr, wäre mir interessiert gewesen, wollten ihn haben, wie die Situation heuer ist, kann man nicht sagen. Und er hat jetzt auch nicht seine beste Saison gespielt, aus welchen Gründen auch immer, Verletzungen etc. Aber dass wir dort spekulieren über einen Namen, über Christoph Monschardt, ist da nicht. Ich möchte noch was einfügen, bitte euch um Geduld und nicht immer Wasserstandsmeldung. Letztes Jahr der Prelitz, jetzt kommen wir eine Woche vor Meisterschaftsbeginn, vor zwei Jahren der Frauen, jetzt kommen wir 10 Tage vor Meisterschaftsbeginn und vor 3 Jahren der Baden, jetzt kommen wir zum Abschlusstraining vom ersten Runde. Gerade zur Info, es wird dann nur am 20. Mal nicht 3 Stunden, da stehen, wenn wir Trainingsauftrag haben. Es ist das selbe Prozedere, das selbe hier. Am Ende des Tages, letztes Jahr haben wir einen Kader vollbracht am 31. August mit 2 Transfers. Oder mit 3, mit Sulzbach, Okombo und Savitzer. Es wird immer das Gleiche sein, wir werden wieder mit 18, 20 Grad starten im Trainingsbetrieb. Aber einer, der schon da ist und bleiben will, wahrscheinlich oder nicht, wird sich mit dem Bohr. Der Bohr hat von uns auf Feldkrieg. Da gehört schon nichts. Der Bohr hat von uns auf Feldkrieg, beziehungsweise bei seinem Rechnen hat er auf Feldkrieg. Wir haben ihnen Zeit gegeben oder wir haben gesagt, okay, wir erwarten uns Zurückmeldung, sobald wir den Klassenerhalt geschafft haben. Jetzt kann man sagen, wie hätte es diese Woche kommen sollen, aber es war natürlich auch alles turbulent. Ich habe gesagt, wir haben einen großen Transfer in die Leine abgewichert, diese Agentur. Von daher, ja, ist es nicht so, dass wir am Dienstag oder Mittwoch hatten die Bescheid geben sollen, aber ich denke, dass wir Anfang nächster Woche wissen, ja oder nein. Wir wollen ihn vorhaben, dann ist die Information, dass er sich sehr wohl fühlt bei uns. Am Ende des Tages wird es halt auch wieder um die Wirtschaftlichkeit gehen. Das sehen wir schon mal. Kurze Frage, Steffen, wir haben ja eine zweite Mannschaft in Lattens. Ja. Wie schaut es denn da aus? Normal sagt man ja, dass der Nachwuchs von hinten nachkommt. Ja. Wie schaut da die Entwicklung dieser Mannschaft aus, dass man einmal in Zukunft auch für die erste Leute lukrieren kann? Ein Volk fällt mir nicht rein. Wenn ich halt hergehe und sage, Domitz, Kribo, Bauernfeind, Jaunik, also wie die heißen, die Burschen, jetzt kann man zwar diskutieren, wie viele Einsatzzeiten sie bis jetzt haben, aber ich sage, Skribo, Domitz und so weiter, die haben schon Plätze eingenommen, absolute Kaderspieler, die was an Einsatzzeiten gleich haben, genügend. Deswegen fällt mir einmal nicht da. Wir sind dort mit einer Amateurmannschaft in der Regionalliga Tirol unterwegs gewesen, haben das Ziel, dass wir in die Top 7 kommen, haben wir verfehlt, das greifen wir uns anders zusammen. Aber es war schon in den letzten 2 Jahren das Ziel, dass man diese Mannschaft professionalisiert. Wir können immer wieder aufs Gleiche zurückgehen, was man sich wünscht, kriegt man nicht immer. Ich wünsche mir Weihnachten auch auf Geschenke, aber die kriege ich nicht, was es so ausgeht. Fakt ist, wir wollten das machen. Wir haben im Winter diesen Schritt eingeleitet. Da waren auch offene Gespräche mit Rie. Das war so ein Freund von mir, was ich extrem schätze. Deswegen war das immer offen und ehrlich. Wir haben jetzt irgendwo uns committed zu einer Mischform, weil ich kann nicht draußen eine Profimannschaft stellen, wenn ich das Geld nicht habe. Ich kann nicht draußen ein Trainerteam mit dem Cheftrainer alleine sehen tun. Du brauchst einen Co-Trainer, einen Tätigtrainer, einen Videoanalyst etc. Wir sind aber sehr kreativ. Wir haben jetzt mit Ludwig Amano einen neuen Trainer bestellt. Das ist gestern offiziell geworden. Auch der Rie ist über jeden Schritt informiert gewesen. Also wir gehen da absolut im Guten auseinander. Es war vom Rie der Wunsch nach 10 Jahren. Und von daher findet man da einen Übergang, wo die Quantität der Trainings erhöht wird, weil die Buben haben ein Problem gehabt. Die trainieren in der Akademie beispielsweise 6-7 Mal die Woche, kommen zu uns und trainieren 4 Mal die Woche. Und jetzt schauen wir halt, dass wir das erhöhen auf 5-6 Trainingseinheiten, mit den Schülern Vormittag auch um 8, 3-4 8, je nachdem, weil die haben so Sportzeiten im Sportbock etc., dass wir da mit Ludwig Amann und seinem Team die Woche ein, 2 Mal öfters trainieren als in der Vergangenheit, dass wir da ein bisschen die Intensität und die Qualität erhöhen. Und dass natürlich noch mehr Output ist. Und was wir jetzt gehen, wenn wir es nicht schaffen, dass wir jedes Jahr 5 von der zweiten Liga aufholen, aber ich glaube, die letzten Jahre haben wir permanent 2 bis 3 geschafft und das ist alles so selbstverständlich. Aktuell haben wir 8 Spieler, was wir hochgezogen haben in 25 Monaten. Ich glaube, das war kein Bundesligist aus der Liefering oder Red Bull, die Schiene. Aber ich glaube nicht, dass Hartberg 8 eigene Entfernung und 2 hochgezogen hat oder Ried oder wie sie alle heißen. Also da bin ich auch einmal, gefällt mir überhaupt nicht, im Gegenteil, nur mehr jeder kann bei mir hochziehen. Wir haben jetzt schon wieder spannende Jungs dabei, junge spannende Jungs, es war die Woche ein Vierteljahr nicht beim Trainingsbaum mal dabei, hat eine gute Saison gespielt, der Bu ist 18 Jahre, ein Tiroler, wo wir auch Zukunft sehen, aber da werden noch einige andere auch dabei, sind Klon und Tosch, wie sie heißen, aber es ist natürlich noch schwierig, wenn du sagst, du hast 4 Mal die Woche Training,
und du gehst auch viermal, achtmal die Woche Training. Jetzt ist die Intensität und die Qualität natürlich in der Bundesliga-Mannschaft schon höher und dann soll ich noch das Doppelte an Trainingsintensität haben. Da haben die Buben ein paar Monate zum Griff. Und ich meine, Alex, du warst sehr frisch und du hast den Weg auch gemacht. Und deswegen probieren wir den Weg so gut wie möglich, dass wir das auch, ja, dass wir das unten intensivieren und näher heranführen, auch mit Athletiktraining etc. Und das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber das ist mir so, ich sage es einmal, ich bin jetzt nicht Bärs, gell, das ist eine Fragestellung, aber es war halt so, als wenn wir die letzten fünf Jahre nichts rausgebracht haben. Und nochmals, Grimo, Tomic und wie sie heißen, jetzt ist der Wüstentag. Die sind jetzt nicht alle bei der U7 gestartet. Der meine ist zum Beispiel bei der U7 gestartet, bei der WSG. Ist dann in der Akademie und wieder retour. Aber ein Kili Bauernfeind ist mit 17, 18 Jahren gekommen. Ein Domic ist gekommen zu uns vor 4 Jahren und hat über die 2 Jahre einen Sprung in die erste geschafft. Grimo ist gekommen bei der U18. Also da haben wir schon genug Beispiele, die was positiv sein. Und wir gehen jetzt nicht her und sagen, super toll, aber da muss ich einen Ring loben und sein Team loben, was in den letzten Jahren passiert ist. Und jetzt probieren wir es ein bisschen zu intensivieren. Ist ja fein, oder Silvi, für dich, dass dein ehemaliger Co-Trainer da jetzt der Trainer ist, weil der weiß, was du willst. Und nein, das ist ja top. Das ist natürlich super, oder? Was ich aber jetzt im Urlaub gebe, brauche ich nämlich auch wieder einen Ersatz, weil es ist ein bisschen mehr Haken und nur mehr geht nicht. Das muss ich wieder Ich meine noch von der Herangehensweise her, oder? Ja, der weiß genau, was du willst ist, und wo. Das ist eine Top-Lösung, habe ich jetzt an Steff gesagt. Das war für mich die Idealkonstellation, weil, ganz ehrlich, wir haben lange nachgedacht über einen externen Trainer. Das ist nicht einfach, eine Amateurmannschaft zu trainieren mit den Anforderungen, die wir haben. Der Herr Luthi ist ein junger, aufstrebender Trainer, der was jetzt 2 Jahre bei mir war, der weiß, wie ich tick, der weiß, was wir für eine Anforderungen haben. Er wollte den Schritt auch dann unbedingt machen, ja. Deswegen sind wir diese Bitte, oder es war für uns dann die Ideallösung, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich brauche auch oben wieder. Irgendjemand, der wusste, er reißt oben eine Lücke aus. Also, wenn einer von der Zeit noch günstig ist, dann hilft sie zweimal die Woche. Weil Zeit hat man ja auch nicht. Dem scheitert es. Aber hauptsächlich ein Gespräch, oder seid schon? Ja, es ist trotzdem schwierig. Du kurz zum Stillen nochmal. Ja, kurz. Was erwartest du nochmal? Die einen sind schon wesentlich stabiler geworden. Ja, und der letzten Punkt geschmiedet. Was denkst du? Ich erwarte mir ein offenes Match, ganz ehrlich. Sie haben extreme Qualitäten vorne, das wissen wir. Wir sind gut eingestellt, wir sind gut vorbereitet. Wir werden die eine oder andere Sache adaptieren wollen. Und ich glaube schon, wie es schon eingangs erwähnt haben, von RC, WSG erwartet, da war ja nicht auch ein schlechtes Spiel dabei, da war ja immer ein lässiger Mensch. Und ich glaube, der Durchschnitt für Tore ist 4,5 pro Match. Oder 4, irgendwo zwischen 3,5 oder 4,5. Ja, da kostet dieser 4,5, da kannst du dir drauf einstellen. Da machst du da ganz sein. Also gehst du weg, wir hoffen nur 0 setzen. Machst du die ganze Seitenfreiheit nicht einmal leise sprechen? Du bist nur im Ding aufgehen. Ich habe wieder Angst, weil man merkt, weil das Schiff schneiden muss. Ja. Ja. Bum, bum, bum. Scheiße, wieder was wegschneiden. Du musst Noten auch noch geben für 22 Spieler. Das ist ja der Wahnsinn. So, warum liegen euch die so? Aber davor war es klar, mit Riedl, das mit der Raute. Nein, WRC war eine Top-Mannschaft, aber wir haben eigentlich immer die gute Schlüsse daraus zu haben. Der WRC ist auch natürlich, wenn du das sauber spielst, anfällig hinten. Das wissen wir und das haben wir gut genutzt. Wir haben da immer wieder lässige Spiele gegen den WRC gemacht. Es ist eher eigentlich überraschend, dass wir der defensive Sechsspielerin verloren haben. Der Umstell auf 5er Kette sein, 4-0 oder komplett auf die Fassung. Das war vorgewählt. Ja. Und er geht extrem viel auf Umschaltsituationen. Ja. Bieten auch mittlerweile einen tiefen Block an mit Umschaltsituationen und hat natürlich vorne schon extreme Qualität. Also den Stimmung. Und ab. Der ist eigentlich Meisterbluff, der Stopp. Ja. Von hinten nicht. Ja, irgendwo wird es einen Fehler geben. Gut, okay, danke schön. Danke.